forsch und erfrischend kontrovers. Ich wollte sagen, schroff, abwehrend und ein wenig provokativ. Aber hey, eins wie das andere. Was soll ich denn jetzt mit meinem Date machen? Gott sei Dank hast du deinen besten Freund. Also denk dran, redest du über deine Ex, dann wird es nichts mit dem Sex. Kapiert? Schätze, er kann nichts dagegen machen, Gabe. Ich bin einfach zu wunderbar. Ein kurzer für die Lady. Danke. Und ein Cocktail für die Lady. Und ein Dankeschön. Sie kann jede Sekunde hier sein. Was soll ich tun? Entspannen Sie sich. Werden Sie die Krawatte los. Okay, geht klar. Keine Krawatte. Brille ab. Oh, die Brille bleibt drauf. Sie ist ganz sexy. Das kommt schon hin. Sie ist ziemlich alles das, was ich nicht bin. Also, stimmst du Kevin zu? Bin ich wirklich süß? Ja, du bist wirklich hübsch anzusehen. Hübsch anzusehen? Nein, ich meine attraktiv, begehrenswert, umwerfend schön. Und mit welchen Adjektiven würdest du mich beschreiben? Er ist etwas nervig und overdressed. Ernsthaft, Bitch? Was ist Sache? Das hier ist mein Peter nicht beantworteter Anruf heute. Wegen der ganzen Sache fange ich schon langsam an zu verzweifeln. Und welche ist nie verzweifelt? Ich bin ziemlich sicher, BFFs gehen ans Telefon, wenn der andere anruft, oder? Ein Date und du lässt mich schon für ihn hängen? Das ist nur ein erster Eindruck. Vielleicht liege ich schon verkehrt. Es ist nur ein erster Eindruck. Naja, bei deinen anderen Blind Dates, nachdem du die Stimmung ruiniert hast, klargestellt hast, dass du von deinem Gegenüber nicht im Entferntesten angezogen bist. Worüber reden wir dann als nächstes? Das Wetter? Könnte es sein, dass ich eventuell nur so ein klitzekleines bisschen mehr so indirekt irgendwie auf ihn stehe? Es gibt keine Garantie, aber möglich ist sehr viel. Es könnte nur ein Moment sein. Vielleicht wird es uns aber auch ansehen.